Guten Tag und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Fei hat uns was zu erzählen. Das kam quasi direkt, nachdem ich hier in den Wald von Firon wollte. Da bin ich mal gespannt. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Im Wald von Firon hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Hä? Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hintereingang des Tempels. Dadurch, dass Fei jetzt mit mir reden wollte, war ich auch gezwungen, hier die Aufnahme zu starten, aber womöglich auch besser so. Bevor es hier wieder irgendwas gibt, was ich aus Versehen skippe. Die rote Lebensfrucht, gezeichnet von denen, die nach der Quelle des Lebens suchen. Wer sie findet, dem sprudelt das Leben wie aus einer Quelle. Mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Bist du vielleicht daraus schlau? Herzen? Gott, ist das scheiße. Aber doch! Steinhart! Dies sind also die roten Lebensfrüchte, von denen die alten Schriften sprachen. Als kleinen Dank für deinen Beitrag zur Wissenschaft überreiche ich dir das hier. Ja gut, ein roter Rubin. Ich hatte jetzt was Krasseres erwartet. Aber okay. Die Kraft der Wand der Göttin wird bald wieder erwachen und ich möchte, dass du mir dann bei meinen Nachforschungen hilfst. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann nochmal einen... Doch, da geht's lang. Zum Wald von Faro. Ach so! Ist zugesperrt, okay. Na gut. Ob wir nochmal ein Herzteil bekommen, frage ich mich. Wir werden auf jeden Fall ihm dabei helfen. Ja, was zum... Gibt's hier nicht... Ah, okay. Okay. Na gut. Wir werden ihm auf jeden Fall dabei helfen... seine Nachforschungen weiter anzugehen. Und was? Ah, gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Ein Moment, ich bring mich schnell in Stellung. Als ob der schon wieder da ist. What? Muss das sein? Was zum... Oh, gleich geht's los. Keine Panik. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben... kannst dieser Koloss keine Angst einjagen. Der Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Felix, pass auf, dass er mir nicht so nahe kommt. Klar, mach ich. Du kannst ja auch deinen Beitrag dazu leisten und dem paar Mal eine Bombe ins Maul ballern. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was er sich jetzt so einfallen lässt. Jagen. Gut, das sieht jetzt erstmal nicht so krass aus. Der Verbannte. Ja gut, den kennen wir ja bereits, ne? Ach, er hat noch einen Schwanz. Okay. Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? Ja. Wahrscheinlich. Bardo. Bardo, kannst du bitte ihm was ins Maul ballern? So.
ganz knapp daneben. Gilt das trotzdem? Okay, okay, er ist zumindest benommen. Das können wir ausnutzen. Fuck. Ah, wir werden hier platt getrampelt von dem Drecksack. Nee, können wir knicken. Können wir knicken. Bardo. Nein. Ah. Bardo. Lad die Scheiße jetzt nach. Ja, was zum... Oh mein Gott. Ist das krass. Also der Bogen ist echt effektiv gegen den, ne? So, Bella drauf. Ja, schönes Ding, schönes Ding. Komm. Das müssen wir jetzt für unseren Vorteil nutzen. Ah. Aber okay, 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 okay. Er ist hart geschwächt. Link, beeil dich doch mal ein bisschen. Okay, schön. Und zack. Da sind die hässlichen Zähne weg. Okay. Jetzt müssen wir uns wieder beeilen. Ich denke, wir gehen einfach hier rum dieses Mal und nicht oben. Ja, wunderbar. Funktioniert. Passt. Zack, zack und zack. Aber klar, dass das wieder nicht reicht. What? Was holt er jetzt raus? Er... Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, holen wir einen Kerl vom Himmel. Aber sowas von holen wir einen Kerl vom Himmel. Bam, Alter. Du machst hier gar nichts, mein Freund. Oh, Critical Hit. Oh, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, beeil dich. In der Tat. Das war sehr risky für ihn. Und es wäre sehr kritisch geworden, wenn er es geschafft hätte. Aber im Endeffekt hat er sich selbst geownt. Will das jetzt schon wieder probieren, oder was? Oh, was? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme nicht weiter. Was tun wir? Oh. Felix, steig zum Tempel hoch und komm her. Schnell, wir brauchen Bomben. Und er braucht wahrscheinlich meine Bomben, damit das Dingen offen geht. Hä? Nee, da drüben, da drüben, da drüben. Hau rein, Link. Bomben. Was ist? Ey, ich hab all meine Bomben aufgebraucht. Es bleibt uns nur eins. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich. Das ist der einzige Weg. Okay, dann rein. Rein da, Link. Gut, du bist auf den Katapult. Ziel auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Let's go. Schöner Schuss. Und rein damit. Das hat ihn auf jeden Fall jetzt extrem geownt. Vor allem, weil der Siegelstein
in seiner verletzlichen Form komplett in sein Face reingerammt wurde. Also, erst dachte ich, er kommt jetzt irgendwie mit 6 Armen oder so. Aber, nö, er hat einfach nur einen Schwanz dazu bekommen und wurde schneller. Ja, gut. Ja, und konnte fliegen. Klar, aber... war jetzt nicht so krass, ne? Zack, zack, zack. Zack, zack, meine ich. Und... rein mit dem Dingen. Ich habe meine Arme schon wieder verschränkt. Ja, okay, darf ich nicht. Irgendwann wird's lame. Also nicht der Fight gegen den Verbannten, sondern dass der Controller ja so am Abspacken ist. Puh, Felix, das war echt knapp. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich geh gleich zum Tempel, ne? Beeil dich und komm nach. Jo. Wir werden Bardos bitte Folge leisten und instant zum Tempel gehen. Moment, Wanderbomben? Okay, warum sind hier Bomben? Ja gut, kein Plan, ne? Ja, da unten wird doch auch nichts sein, oder? Mal schauen. Gehen wir jetzt erstmal wieder in den Tempel des Siegels. Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt. Felix, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet, aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden? Ja, also, ja. Du suchst also die 3 Drachen. Und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weißt es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Phyron am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Phyron überflutet. Okay. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Phyron gelangst. Ha, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Felix. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Felix, gib auf dich acht. Du auch, Mütterchen. Wie Bardo sagen würde. Gut. Dann beeilen wir uns. Wo ist Bardo? Hier. Hier ist er.
Du willst in den Wald von Phyron? Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Jupp. Na dann, lass mich mal machen, ne? Ab in den Wald von Phyron, auf geht's. Das ist geil. Chillig, Alter. Vor allem, dass das Wasser hier so klar ist. Da hätte ich auch so im Real Life Bock. Mal richtig schön so. In so einer ähnlichen Gegend planschen zu gehen. Das gibt's ja auch, ne? Das gibt's ja auch in, irgendwo gibt's das. Da kann man so tauchen und das ist dann... Das ist so... Zu bestimmten Zeiten ist das ein normaler Wald. Und... Es gibt dann auch, es gibt dann auch Zeiten, wo, ja, die Flut kommt und ist das alles überschwemmt. Da hätte ich auch echt Bock. Aber dass das Wasser hier so klar ist. Ja gut, machen wir mal weiter. Und sprechen hier am besten mal mit dem Häuptling der Q. So. Oh, du bist doch... Oh ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. Oh, so. Felix. Ja, komischer Name. Ja, wie auch immer. Ja, das Wasser, aber er kommt. Hast du gesehen, was passiert ist? Zum großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Gut, wenn ich so nach... Was sind das für lila Blasen da? Wenn ich so nach unten schaue und die ganzen Schleims hier noch rumplanschen, dann eher nicht. Oh lol. Ist aber Negativluft, okay. Gut, das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Ich denke, das wird später noch sehr relevant. So, kommen wir da irgendwie rauf. Boah, das links so langsam schwimmt. Muss ich ja eigentlich fast schon über die Rolle bewegen. Sonst ist man viel zu langsam. Okay. Bis zum Teufel. Kommen wir denn da gar nicht rein? Moment. Können wir... Nee, mit der Rolle kommen wir da auch nicht hoch, ne? Können wir uns denn da auf die Statue draufporten? Nee, auch nicht. Hast du eine Idee? Ich hab keine. Ist ein großer Baum, ne? Ja, irgendwie gefällt mir der Wald ganz gut so. Ja,
Ach, Moment mal. Hier unten ist man ja reingekommen, ne? Kann man hier immer noch rein? Jawohl. Da geht's rein. Wunderbar. Im großen Baum. Oh, Moment. Ich glaube nicht, dass wir Luft nehmen können, weil hier ist ja alles unter Wasser. Also müssen wir hier Luft holen und können dann weiter. Oh, Tag. Paragua. Der ganze Wald steht unter Wasser. Ach, wirklich. Ja, okay. Okay, da geht's nicht lang anscheinend. Was ist hier? Vorsicht, Vorsicht, die Strömung hier ist zu stark. Nimm besser den oberen Ausgang. Danke, Bro. Das ist ein sehr guter Ratschlag. Ach ja, ja, da kommen wir dann auch zur Statue, ne? Glaub, da kommen wir dann auch zur Statue. Oh, was passiert jetzt? Oh! Da ist der Wasserdrache. Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten? Ich? Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, Felix? Lass dich ansehen, du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann und das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute, eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Warum nicht? Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. Diesem überfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Stehst du die Prüfung? So sollst du mal in der Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Ja, okay, hab ich Bock. Was wird das? Zum Teufel? Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Felix, um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du des Heldenlieds würdig bist. Indem ich tauche? Okay. Wenn ihr rumalbern willst, während gerade die Welt untergeht. Na gut. Willst du Melodien fangen? Ja. Da habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Wenn die Melodien nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Dreh dich beim Schwimmen, um sie mit einem Wirbel anzusaugen und alle auf einmal einzufangen. Meine Frage der Ausdauer. Okay. Sie verschwinden aus meinem Notenblatt. Aber nicht, wenn ich sie schon eingesammelt habe, oder?
Also wenn ich eine komplette Reihe eingesammelt habe, dann verschwinden die nicht. Oder doch? Autsch. Ja, okay. Die verschwinden tatsächlich nicht, sobald man eine komplette Reihe eingesammelt hat. Und an diese Prüfung kann ich mich auch komplett nicht mehr dran erinnern. Was zur Hölle, ey. Oh, guck mal da drüben. Da rollen die durch die Gegend. Hä, wo sind sie jetzt hin? Och nö. Kann ich hier einfach warten, bis die wiederkommen? Ah, Moment. Da sind noch mehr. Holen wir uns die da sonst erstmal ab. Okay, die haben wir. Was ist da los? Ha! Easy. Nee, komm her. Kann's doch wohl nicht sein, ja. Was ist mit dem Pinken hier? Oh shit. Ja, okay. Okay, okay, okay. Da müssen wir dann... so rumschwimmen. Nice. Was passiert, wenn uns die Luft ausgeht? Ist scheißegal, oder müssen wir von vorne anfangen? Weil wenn wir von vorne anfangen müssen, ja, dann will ich das logischerweise tunlichst vermeiden. Und irgendwelche Viecher wollen uns jetzt auf den Sack gehen. Vorsicht, Felix, hier sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie die sehen, wird es gefährlich, sei vorsichtig. Okay. Ja, danke, aber ich denke, ich komme schon mit dem klar. So einfach nur gegen die Viecher spinnen und quasi down. Gut, ja, nee. Da den Bernstein-Halbmond brauche ich nicht unbedingt. Mal da unten. Ah. Oh, ernsthaft. Oh, ernsthaft. Okay. Geiler Move. Weiter geht's. Boah, wie viele das noch sind, Mann. Gut, da drüben ist noch ein paar. Also inwiefern... diese Aufgabe hier nötig war, kann sich auf jeden Fall drüber streiten.
geht richtig auf den Sack mit der Bewegungssteuerung, aber ich habe es zum Glück hinbekommen. Da oben habe ich noch grüne Noten gesehen. Okay. Okay, 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 okay. Kriege ich hin, kriege ich hin. Nice. Ey, Felix, hörst du mich? Ja, durchs Wasser schlecht, aber anscheinend schon irgendwie. Mir ist was eingefallen. Kannst kurz zu mir kommen? Kannst nicht warten? Na gut. Oh, nerv mich nicht. Ach, da drüben ist er. Da drüben. Hör auf. Drecksfisch. So, was ist? Gut, dich zu sehen, Felix. Kommst du mit den Melodien voran? Weißt du, mir ist da was eingefallen, ne? Ach, wie hieß das noch gleich? Dieser Trick, dem du meine Gefährten gefunden hast. Setz den doch wieder ein. Aurasuche. Damit müsstest du sie doch einfacher finden können, oder? Vermute, dass er die Aurasuche meint. Ist ein kluger Vorschlag. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert. Immerhin. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche nicht im Wasser. Hab ich da noch... Ah ne, das war sein Kopf. Okay. Ja, aber... Immerhin, ne? Also da am Baum. Und da hinten auf jeden Fall. Ich denke, dann werden wir da hinten erstmal suchen. Hau ab! Ein Drecksvieh, ey. Da. Da sind sie. Sehr gut, Link. Ich weiß, du erstickst. Aber hier sind neue Viecher, die du einsammeln kannst. Und dann kriegst du wieder Luft. Wunderbar. Echt sehr nice. Ich finde, wenn man so ein ganzes Packen gesammelt hat, dann sollte man wieder die Luft ganz voll bekommen. Puh, aber nur gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht, dann halt nicht. Nein. Du kommst her. Gut. Dann haben wir. Moment mal, war da gerade noch? Ja, 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 da sind vier Stück. Okay, nice. Hier können wir nicht. Okay, das ist durch irgendeine Wand abgegrenzt. Na gut. Ab. Ah, okay. Hier gibt's Luft. Ich denke, da... Ich dachte, da befinden sich dann nochmal Melodien drin, ne? Die komplett versteckt sind. Richtig asozial versteckt sind. Aber nö. Ja gut, dann lass mal hoch. Und nochmal mit der Aurasuche schauen. Geh hoch. So. Moment mal, uns fehlt nur noch eine Note.
die anscheinend dort hinten ist. So. Zumindest kriegen wir instant wieder die komplette Luftanzeige wieder zurück, wenn wir einmal kurz auftauchen. Ah, ja, okay. Ups. Aua. Ja, okay, es kommt zurück. Ach, komm schon. Hä? Als ob ich jetzt so blöd dafür bin, ey, das kann's doch nicht sein. Komm halt mal her. Hallo? Okay. So, ich hab's. Und trotzdem wieder aufs Maul bekommen. Was soll's? War es jetzt? Nein. Nein. Uns fehlt. Ja, jetzt fehlt uns noch eine Melodie. Gut, immerhin haben wir es dann. Wir sollten vielleicht mal ein paar Herzen auffüllen. So, ist zwar nicht viel, aber dann bin ich immerhin nicht One-Shot. Rauf da, Link. Such das letzte Scheißdingen. Das ernsthaft in dem Baumstumpf. Bitte nicht. Was heißt Baumstumpf in einem Baum? Besser gesagt. Nein, es ist nicht in einem Baum. Gut. Sehr weise Entscheidung, Nintendo. Jetzt Maul, ey, was ist das denn jetzt für ein Dreck? Moment mal. Ne, es geht nicht. Ist das ein Abfuck? Alter. Ja, klar, es ist simpel, aber man muss durch diesen scheiß Baum dann nochmal durchschwimmen. Weißt du, als wäre diese Aufgabe nicht schon nervig genug. Ich sehe es schon kommen, wir müssen in jedem Gebiet diese beschissenen Melodien sammeln, ey. Da fand ich die Prüfung um einiges geiler. Das hier ist einfach nur nervig. Dass sich Link auf diese Scheiße überhaupt einlässt. Haut ab. Passiert nichts, okay.
So, jetzt nochmal sicher gehen. Welches das war? Das war dieses, ne? Ja. Gut. Und damit haben wir's. Dafür hört sich das echt ganz geil an. Oh, Felix, sehr gut. Du hast alle Melodien gefangen. Du sollst besser schnell zum Wassertauchen zurückkehren. Ja, dann kann ich ihm sagen, was für ein Drecksack er ist, dass er mich diese Scheiße machen lässt. Ach, cool. Ich hab sogar noch einen gesammelt. Wollte jetzt sagen, ja gut, scheiß nochmal auf das Herz und schwimme einfach in den Baum zurück. Aber ich hab's noch bekommen. Ah, Link, bitte. So. Nur noch zu ihm schwimmen. Dann haben wir es geschafft. Endlich. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich würdig erwiesen. Ja, in der Tat. Ich werde daher mein Versprechen einlösen und dir die Stimme, deren Hüterin ich bin, beibringen. Das ist ein Vibe? Okay, lol. Ups. Mikro, müssen wir aber deswegen trotzdem nicht abreißen. Gut, macht aber auch mehr Sinn, weil der Drache sieht schon sehr weiblich aus. Ich dachte einfach nur so, sie sieht aber komisch aus, der Drache, aber gut. Wenn es eine Frau ist, wenn es ein weiblicher Drache ist, dann macht das schon mehr Sinn. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Gestalt zurückversetzen. Das wird auch in deinem Sinne sein. Gab dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Jo. Der Wasserstand im Wald von Faron ist gesunken. Jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Die Stimme, die du erlernt hast, gehört zum Heldenlied. Suche die beiden Drachen der anderen Länder auf und lerne von ihnen die fehlenden Stimmen des Liedes. Ja? Okay. Schade, dass das Wasser wieder weg ist. Da war wenigstens was los. Ja. Ja, stimmt.
Na gut. Ich würde... dann nochmal auf den Baum. Und von der... obwohl, ja, nee, wir haben ja sowieso die Aurasuche, ne? Ich hätte nämlich gerne noch ein letztes Mal über den Wald geschaut, ob es hier vielleicht noch irgendwo einen Artefakt gibt, aber... nee, ist Quatsch. Wir haben ja sowieso die Aurasuche. Ja, was soll's. Dann benutzen wir halt die Statue da, um uns hochzuporten. Wie komme ich dann... ah, okay. Okay, alles klar. Ja, geh runter. Gut. So. Oh, stimmt. Ja, dann noch diese Kletterpassage. Voll daran vorbeigesprungen. Hallo. Meine Fresse, ey. Mit der Bewegungssteuerung denn los, ey. Absolut nicht klar gerade. Fuckt mich das gerade ab. Holy shit, das ist unfassbar. Nö, das ist jetzt nicht wahr, oder? So, machen wir das Vieh auch noch weg, bevor mich das auch noch runterwirft und ich dann komplett ausraste hier. Am Moment, da hätten wir zwischenlanden können. Ja, okay. Ja, dann bin ich selbst schuld. Dumm. Wo ich gerade das Schnarchen höre. Wir können ja auch... jetzt reicht es aber. So. Wir können ja auch nochmal unseren Einsiedlerfreund können wir auch nochmal besuchen. So, mach diese Viecher mal hier weg. So. Ob der was Neues zu sagen hat. Wird zwar nichts Krasses sein, aber wenn wir einmal hier sind. So. Dann können wir... ah, Mann. Die Bewegungssteuerung. Ich glaube, mein Controller gibt echt so langsam den Geist auf, oder? Kann das sein? Ganz vergessen, wie... ah, okay, 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 okay. Nevermind, wir müssen ja einmal nur durchlaufen. Wollte gerade sagen, ich habe ganz vergessen, wie nervig das war. Ich habe... ja doch, ich habe ganz vergessen, wie nervig das war, hier durchzugehen. Aber keine große Sache. So, ab. Ach, der ist ganz oben. Da ist er. Ich kann ihn nicht mit dem Bogen treffen. Okay. Ah! Ja! Du!
Hattest du nicht versprochen, dem Wasserdrachen nicht zu sagen? Ah ja, wie geil. Als der Wald überflutet wurde, dachte ich schon, er würde mich mit Stumpf und Stiel fressen. Okay, was zum Teufel? Aber wenigstens sind wir jetzt diese lästigen Ungeheuer los und der Wald ist wieder friedlich. Ich gehe wieder schlafen. Ja, okay. War aber witzig, dass er noch was zu sagt. Alles klar. Dann wieder zurück ins Wolkenmeer. Ich weiß gar nicht, lohnt... Oh! Oh, guck mal! Mittlerweile hat auch das Spiel eingesehen, dass man mittlerweile mal richtig schön was droppen kann. Das lohnt sich schon eher, dem dahinterher zu fliegen. Nun gut. Ich denke, ich schaue noch ein letztes Mal bei Terry vorbei. Ob der irgendwas Neues hat. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber ich schaue trotzdem mal. So, wo ist er? Da. Na, los, Link, hoch da. So, siehst du wohl. Alles klar. Und Terry, hast du was Neues? Nö, irgendwie nicht. Sonst alles klar? Wie, sie wollen wissen, was ich hier auf dem Fahrrad mache? Ja. Oh, sind aber neugierig. Dieses Fahrrad versorgt mein ganzes Haus hier mit Strom. Ich nenne das umweltbewusste Energieversorgung. Toll, oder? Jetzt, wo sie hier sind, muss ich leider noch schneller in die Pedale treten, damit wir nicht abstürzen. Ja, tut mir leid. Ich habe hier eine Menge toller Sachen. Also sehen Sie sich einfach um. Ja, ganz toll. Ganz tolle Sachen. Zum Beispiel hier. Dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Oder dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Richtig geil. Richtig geile Sachen hast du hier. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt loszieht, wenn er sowieso nichts zu verkaufen hat. Naja, gut. Was soll's. Ich würde dann sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. Es ist schon spät und... ich muss auch irgendwann pennen. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.